Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf dem Sunrise YouTube Channel. Ich bin Chiara und zeige dir heute, wie du deine Sunrise Connect Box 2 auf die Werkseinstellungen zurücksetzt, falls die ein Problem hat, das nicht behoben werden kann durch Aus- und Einstecken vom Stromkabel. Welche Probleme könnten das sein? Dein Internet ist zu langsam oder die Verbindung bricht ab und zu ab? Es verbindet sich nicht mit deinen Geräten? Oder dein WLAN wird dir nicht mehr angezeigt? Bei einem Reset gehen deine persönlichen Einstellungen, die du im Router-Interface vorgenommen hast, verloren. Dazu gehören zum Beispiel dein persönlicher WLAN-Name und Passwort, Bridge-Mode, die dynamische DNS und so weiter. Hast du keine persönlichen Einstellungen vorgenommen, dann ändert sich nach dem Reset nichts für dich. Um den Reset an deinem Router durchzuführen, brauchst du einen kleinen, spitzen Gegenstand. Dafür eignet sich am besten eine Büroklammer. Hinten am Router findest du ein kleines Löchli, das mit Reset beschriftet ist. Deine Büroklammer steckst du jetzt für mindestens 30 Sekunden fest rein. Der Reset sollte jetzt starten. Das Verhalten der LED-Lichter während dem Reset ist je nach Firmware unterschiedlich. Daher musst du dem keine grosse Beachtung schenken. Wenn der Reset fertig ist, startet der Router automatisch neu. Das kann bis zu 10 Minuten gehen. Ist der Reset abgeschlossen und der Router wieder parat, so leuchtet das LED-Licht grün. Sobald der Router wieder aufgestartet ist, kannst du den wieder wie gewohnt nutzen und du bist fertig. Abonniere unseren Kanal, um kein neues Video zu verpassen und hinterlasse uns ein Like, wenn dir das Video gefallen hat. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und in diesem Sinne, ciao zusammen und bis bald.